Rupert ist ein Bayer wie aus dem Bilderbuch. Harte Schale, weicher Kern. Und Saidu ist ein Flüchtling aus Westafrika. Seit sie sich kennengelernt haben, sind sie unzertrennlich. Oh nein! Oh nein! Wenn er in Bayern bleiben möchte, dann muss er abgehärtet sein. Was? Ja. Hey. Den Sommer ist ja jeder gewohnt, aber ja. Winter nicht. Was? Für Saidu ist es der erste weiße Winter und auch für Rupert ist alles neu. Würdest du denn eure Beziehung beschreiben? Mei, das kommt darauf an, wie der Saidu das sagt. Wie siehst du das? Das ist wie ein Vater und Sohn, alle ein bisschen. Das wie eine Familie, alle ein bisschen. Und wenn es nach dem Willen des Familienoberhauptes ginge, würde das auch so bleiben. Ja, jetzt geht's ja gleich nicht ins Knacken, so, ey. Vor 4 Monaten haben wir die beiden das erste Mal getroffen. Saidu hatte damals gerade angefangen, Rupert bei der Arbeit zu helfen. Mit Flüchtlingen hatte der Hobbylandwirt bis dahin keine Berührungspunkte. Meine Frau hat mich halt gefragt, ob sie einen mitbringen darf, bis sie daheim war. Und dann eine Woche drauf ist er dann gekommen, der Saidu. Aber ich hab da nichts dagegen, auch wenn es ein Ausländer ist oder was. Ich bin nicht für alle, aber auch nicht. Aber wie jetzt zum Beispiel der Saidu, das ist ein braver und ein netter Bursch. Saidu ist aus Sierra Leone geflohen, weil er als Homosexueller verfolgt wurde. Richtig chaotisch wird seine Flucht aber erst in Europa. Von Belgien wird er in die Ukraine abgeschoben. Von dort geht er nach Deutschland. Hier droht ihm jetzt die Abschiebung. Der hängt mir halt am Herz, der Saidu. Ich hau uns ehrlich zu. Wie wäre das denn für Sie, wenn er gehen müsste? Schlimm. Wirklich. Ist klar. Ist klar. Das ist immer so. Das macht man schon, wenn man da helfen. Okay? Okay. Also. Okay. Jetzt macht man wieder weiter und du fährst Holz, ja. Oder? Ja. Also. Die Familie hat tatsächlich weitergemacht. Weiter gekämpft für ein Bleiberecht ihres Ziehsohnes. Mitte Februar. Der erste Hoffnungsschimmer. Andrea Denk und Saidu haben einen Termin beim Anwalt. Er wird ihnen mitteilen, ob es doch noch zu einem richtigen Asylverfahren kommt. Wir kämpfen jetzt mit den Ämtern und der Regierung praktisch schon seit letztem Jahr August. Ne? Ist immer Angst. Jeden Tag ist Angst vor mir. Was würdest du denn machen, wenn du wüsstest, du musst gehen aus Deutschland? Wenn der sagt, muss ich zugehen, das verstehe ich nicht, was das bedeutet, dass meine Liebe ist fertig. Monatelang haben sie auf das Urteil des Verwaltungsgerichts gewartet. Gleich werden sie erfahren, ob Saidu bleiben darf oder gehen muss. Das Verwaltungsgericht hat entschieden, dass der Bescheid des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge vom 16. August 2017 aufgehoben wird. Das bedeutet jetzt, Ihnen droht keine Abschiebung mehr, insbesondere nicht nach Sierra Leone. Sie bekommen jetzt hier ein vollständiges nationales Asylverfahren, in welchem Ihre Asylgründe vollständig geprüft werden und in dieser Zeit kann Ihnen nichts passieren. Oh. Gut. Ja. Siehst du, ich habe dir immer gesagt, du brauchst Zeit, du musst Geduld haben. Das dauert. Ja, ja. Aber das wird. Ja, so, okay? Ja. Okay. Das ist gut, das ist Hoffnung von mir. Das ist wieder gute Zukunft von mir.
das sehr, sehr ruhig mit. Ja. Durch das Hin und Her war Saidu bislang zum Nichtstun verdammt. Eigentlich will er Bäcker werden. Eine Lehrstelle hat er schon. Antreten durfte er sie wegen seines Asylstatus aber nicht. Das muss man sich auch mal volkswirtschaftlich vor Augen führen. Er hat zwei Jahre in Deutschland verbracht, ohne dass es ihm möglich war zu arbeiten, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ohne dass klar war, wie es mit ihm weitergeht. Jetzt, nach fast zwei Jahren, stellt sich heraus, alles, was das Bundesamt bisher gemacht hat, war rechtswidrig und wir fangen noch mal von vorne an. Das ist jetzt ein Einzelfall, aber diese Fälle passieren ja massenweise. Die passieren ja 1.000, 10.000 und 100.000-fach in Deutschland. Mit den guten Nachrichten geht es zurück in die afrikanisch-bayerische Idylle. Hausherr Rupert nutzt die Feierstunde gleich für eine neue Integrationsmaßnahme. Ja, so macht's der Bayer. Jetzt probier's einmal. Gutes Gefühl zu ihm. Aber er soll, wenn er jetzt Arbeitserlaubnis drückt, was er arbeiten darf, das tut mich auch noch freuen. Aber das packt man schon. Besser du. Mit der neu gewonnenen Freiheit wächst auch der Mut. Saidu wagt sich heute auf unbekanntes Gebiet, auf die örtliche Eislaufbahn. Also, Saidu, jetzt kannst du gleich mal dann stehen üben. Also, Socken hast du? An? Ja, ich hab schon gesehen. An der Fernsehen. Und habe ich noch nicht probiert. Das ist das erste Mal. Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass ich muss nicht runterfallen muss. Aber schauen wir mal, wie das geht. Und probier mal stehen. Oh, oh. Mann, oh, Mann. Und das ist erst der Anfang. Für den Mann aus Sierra Leone eine echte Herausforderung. Jawohl. Nein. Er muss den Po ein bisschen rausstrecken. So, schau, Saidu. Schau, so. Urbayer Rupert hat mit Schlittschuhlaufen wenig am Hut. Und auch das ist nach ein paar Minuten deutlich sichtbar, Neubayer Saidu auch nicht. Die Schlitterpartie ist ihm suspekt. Nein, ich mag das nicht mehr. Nein, das ist, hab ich Angst. Nein. Am Ende schafft er dann doch noch ein paar Meter. Eine Gaudi vor allem für Rupert. Wir waren zwar daheim, da ist es langweilig. Also, seitdem wieder Saidu da ist, verliert es wenigstens ein. Ja, das ist Schluss von mir. Jetzt ist Schluss. Oh Mann, oh Mann. Als nächstes möchte Rupert Saidu das Skifahren beibringen. Niemand hat gesagt, dass es leicht ist, ein Bayer zu werden.